Moin YouTube, liebe Messerfreunde, heute möchte ich euch ein Messer der Marke Bird vorstellen, das ich leihweise vom Arthur Brehm zur Verfügung gestellt bekommen habe, vom Kanal Arthur Brehm. Den Link zu seinem Kanal habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Und viele von euch werden wissen, dass ich das bei Bird um die günstige, in China produzierte Marke von Spyderco handelt. Wenn wir hier mal die Kartons vergleichen. Hier auf der linken Seite der normale Spyderco Karton. Dann erkennen wir schon, der große Unterschied ist eben hier die Farbgebung. Die Bird Messer mit grün und die Spyderco ist hier in rot. Und oben die beiden Markennamen Spyderco und Bird. Und dabei fällt aber auch schon auf, dass wir hier die gleiche Schriftart haben und die beiden Logos dann Spyderco mit dem typischen Spinnenlogo und Bird hier ja mit diesem Vogelkopflogo, Schnabel oder vielleicht auch nur Auge. Weiß immer nicht so ganz genau, was ich daraus sehen soll. Wenn wir hier auf die Verpackung gucken, dann sehen wir auch schon den Hinweis, dass die Messer der Marke Bird, designed and produced by Spyderco Incorporated, Golden, Colorado, USA sind, aber eben in China gefertigt werden. Dann gibt es auch Spyderco-Messer, die in China gefertigt werden, die etwas günstiger sind als die normalen Spyderco-Messer, aber das hier ist eben ganz eindeutig die Budget Linie, würde ich mal sagen, die Budget-Marke von Spyderco. Jetzt schauen wir mal, um welches Messer es sich denn hier handelt. Hier haben wir das Bird Turn. Von einigen wird es auch das Poor Man's UK PK genannt, weil es ebenfalls ein Slip-It-Messer ist, so bezeichnet Spyderco seine Slip-Joint. Messer, das heißt ein Messer ohne Verriegelung. Und wie wir hier erkennen können, setzt Spyderco als Griffbeschalung G10 ein. Und dieses G10 braucht sich auch vor dem G10 der Spyderco Modelle nicht zu verstecken. Ich das hier mal vergleiche mit meinem älteren Spyderco Urban, das ebenfalls noch mit G10 Beschalung kam. Da ist diese hier durchaus vergleichbar. Wir erkennen auch, dass sich das hier um eine verschraubte Konstruktion handelt. Das heißt, die Messer sind nicht genietet und können dann zum Zwecke der Reinigung oder um zum Beispiel die Klinge etwas nachzustellen, auch wieder zerlegt werden. Ebenfalls ein Pluspunkt, wie ich finde. Und wir haben hier auch den von Spyderco bekannten und von mir durchaus geschätzten Drahtclip. Also, wie ihr hier sicherlich schon erkennen könnt, durchaus auf einem guten Verarbeitungsniveau, das eben auch an normale Spyderco-Messer herankommt. Wenn wir jetzt allerdings die Klinge öffnen, dann sehen wir doch schon einen deutlichen Unterschied zu den Spyderco-Modellen, was die Klingenform angeht, während die Spyderco-Messer ja eher diese blattförmige Klinge haben, haben wir hier eine etwas aggressivere Klingenform, wie ich finde. Und ja, die lässt sich durchaus vergleichen mit dem Kopf eines Vogels, vielleicht sogar eines Raubvogels. Also deutlich aggressiver gehalten. Die Klinge ist satiniert. Wir haben hier auf der einen Seite den Markennamen und den Hinweis zum verwendeten Stahl. Es handelt sich hierbei um den Standard China Stahl 8CR13 MOV. Sicherlich nicht der beste Stahl, allerdings für so ein relativ kleines und kompaktes Taschenmesser ein durchaus geeigneter Stahl, wie ich finde, weil der 8CR13 MOV
doch sehr gutmütig ist. Er lässt sich sehr leicht und schön scharf nachschleifen und braucht sich sicherlich auch nicht zu verstecken. Auf der Rückseite dann der Hinweis, dass das Messer in China produziert wurde. Und hier haben wir auch nochmal das R hier neben dem Bird-Klingendurchbruch. Das heißt, hier hat Spyderco tatsächlich dieses Logo registriert, im Gegensatz zum normalen Spidey-Hole, das sich ja auch bei vielen Messern anderer Hersteller wiederfindet, ist eben diese Form hier auf alle Fälle registrierte Marke oder ein registriertes Logo von Spyderco. Was auch ähnlich ist zu den Spyderco-Modellen, ist das Jimping hier oben an der Daumenrampe und unten in der Fingermulde. Und die ist auch Spyderco-typisch geteilt zwischen Ricasso und Griff und dient als zusätzliches Sicherheitsfeature, denn wenn man hier den Zeigefinger reinlegt, ist es im Prinzip praktisch unmöglich, dass die Klinge komplett schließen kann, weil immer hier noch der Finger dazwischen ist. Und was auch auffällig ist, wenn ich jetzt hier versuche, die Klinge zu schließen, über Druck auf den Klingenrücken, dann muss ich hier deutlich mehr Kraft aufwenden als bei allen Slippets, die ich so von Spyderco kenne. Das hatte mich gleich im ersten Moment, als ich das Messer aus der Verpackung geholt hatte und ausprobiert habe, doch sehr verwundert, dass das doch ein recht hoher Kraftaufwand ist. Zu den technischen Daten. Es handelt sich um ein recht kompaktes Messer mit einer Gesamtlänge von 16,1 cm. Der Griff ist 9,5 cm lang. Die Klinge hat eine Gesamtlänge von 7 cm. Davon geht allerdings doch einiges weg aufgrund des recht langen Ricassos hier, der großen Ricassos, so dass die eigentliche Schneide nur noch eine Länge von 5,4 cm aufweist. Die Klingenstärke liegt bei fast 3 mm. Ich kann es leider nicht so hundertprozentig genau nachmessen, weil irgendwas mit meiner Schieblehre nicht so richtig funktioniert. Also ich schätze mal, so bei 2,8 mm liegt die Klingenstärke hier. Ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, einige bezeichnen dieses Messer als Poor Man's UK PK. Ich würde es allerdings eher mit einem anderen Messer vergleichen wollen, das Spyderco seit diesem Jahr wieder ins Programm aufgenommen hat. Und das ist das Spyderco Urban. Das habe ich hier. Wenn wir das auch mal ausklappen und die beiden Messer so nebeneinander halte, dann erkennt man schon gewisse Ähnlichkeiten von den Abmessungen her. Das Urban ist ein ganz klein bisschen kleiner noch, etwa einen halben Zentimeter kürzer. Wobei sich das bei der Klinge dann nicht mehr so stark auswirkt. Wir haben hier eben diese typische blattförmige Klinge beim Urban. Und das Urban hat auch die etwas breitere Klinge, die man hier erkennen kann. Und von der Schneide ist das Urban dann sogar noch einen Tick im Vorteil. Die Breite die Klingenstärke ist bei beiden Messern auch ähnlich, wobei ich beim Urban sagen würde, dass es noch ein ganz klein bisschen schmaler ist von der Klinge her. Aber ansonsten durchaus vergleichbar. Nur beim Preis liegen natürlich dann schon wieder Welten dazwischen. Das Urban wird für 99 Euro hier in Deutschland verkauft. Ein ganz stolzer Preis für so ein kleines und kompaktes, einfaches Messer, wie ich finde. Und da hat das Turn hier sicherlich Vorteile. Ich werde mal den aktuellen Amazon-Preis hier einblenden.
Also der von heute. Und der ist mit Sicherheit deutlich günstiger. Dann nochmal der Vergleich mit dem UKPK. Hier in der Titan-Version ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, aber die Größen sind ja identisch. Also da erkennt man schon, dass das Turn noch deutlich kleiner ist als das UKPK. Etwa einen Zentimeter kürzer. Und wenn man sich dann die Klingen anschaut, dann hat da das UKPK sicherlich auch seine Vorteile, was die Länge angeht und die Länge der Schneide vor allen Dingen hier. Aber alles in allem braucht sich das Bird Turn hier sicherlich nicht verstecken. Ich war sehr positiv überrascht. Ich habe es jetzt ein paar Wochen hier bei mir zu Hause gehabt und auch ab und zu mitgenommen und auch mal leicht genutzt. Und ich habe keine größeren Unterschiede feststellen können zwischen meinen anderen Spyderco Slippets. Und ja, da nochmal ist es sicherlich das Messer mit dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis hier verglichen mit dem neuen Spyderco Urban zumindest. Das soll es gewesen sein zum Bird Turn. Ein besonderer Dank nochmal an den Arthur, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses Messer mal kennenzulernen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn er, aber natürlich auch ihr anderen wieder dabei seid, wenn es bei mir das nächste Mal heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.